11 Tage vor Saisonstart geht der Daumen bereits hoch bei Neutrainer Timo Rost. Seine Pfeilchen mit druckvollem Beginn. Nazarov hat Platz und vollendet. 1:0 führt Aue nach nicht einmal 4 Minuten. Die Gäste 8 Tage länger im Training als der ZFC, der nun mutiger wird. Martinez Schuss lenkt Rosenlöcher unglücklich ins Netz. Eigentor 1:1. Harmonie herrscht dann aber zwischen Stefaniak und Schikora. Die Neuzugänge bringen Aue wieder in Führung. 2:1. Und ZFC-Keeper Plath bringt Schikora dann zu Fall. Nazarov tritt an zum Elfmeter. 3:1, der Halbzeitstand. Etwas gemächlicher geht's rein in Hälfte 2, bis Pistol durchstartet und Rosenlöcher erneut nicht gut aussieht. Meuselwitz wieder dran. Es folgen viele Wechsel, keine Tore. So bleibt's beim 2:3. Der Regionalligist unterliegt dem Drittligisten.